Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Baum der Stille. Wir sind hier am fünften Tag des Herbstes und heute wollen wir uns wieder ein bisschen an unsere geliebte Christina ranmachen. Ich muss unbedingt daran denken, dass ich mir heute vielleicht den Topf kaufe, damit ich für sie immer einen Tee machen kann. Da ist noch nichts fertig. Es dauert auch noch ein bisschen. Bis da mal was fertig ist, das ist dann richtig geil. Weil wenn da mal dann was fertig ist, dann können wir den nächsten Erntewichtel machen. Und das ist natürlich gut. Wo es mir gerade einfällt, brauche ich dann nicht auch noch Streichhölzer? Oder habe ich Streichhölzer schon? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Fakt ist auf jeden Fall, ich brauche noch Streichhölzer, weil da ist gebackene Yam dabei. Und gebackene Yam ist etwas, das man mit Streichhölzern macht. So, jetzt erstmal hier wieder ein bisschen tanken. Wunderbarigst. Ach ja, ich wollte noch nachschauen, wie viele Herzen ich jetzt bei Christina habe, wo es mir jetzt gerade einfällt. Das letzte Mal aufnehmen ist gar nicht mal so lange her. Das ist jetzt für mich gerade mal ein paar Stunden her. Jetzt habe ich wieder Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist. Ein paar Stunden. Ich mag die Musik jetzt irgendwie. Manchmal irgendwie, das ist so eine komische Melodie, finde ich jetzt beim Herbst. Das ist so eine Musik, entweder manchmal magst du oder manchmal hast du irgendwie keinen Bock drauf. Aber gerade eben ist es so, ja, angenehm. Ach ja, ich wollte noch nachschauen. Bevor ich das jetzt fünfmal vergesse. Immer noch kein Herz. Hätte mich auch gewundert. Ich meine, sie hat jetzt das erste Mal in ihrem Leben ein Geschenk von mir bekommen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mit ihr geredet. Ich meine, hey. Kein Wunder, dass die noch kein Herz hat. So, jetzt erstmal hier alles. Wunderbar. Wo ist denn noch was? Da. Geht weg. So, unser Neuzugang haben wir hier. McNugget, wunderbar. Ja, ja. Wichtiger Neuzugang. So, hallo Caillou. So. Hallo Raupi. Und Slick. Ein paar Seidenraupen müssen wir auch mal wieder kaufen, dass ich noch mehr, Seidenraupen habe. Oh, da liegt doch noch ein Ei. Hallo, Kiki. So. Und ich muss unbedingt mehr Hühnerfutter kaufen. Weil da habe ich für meinen Geschmack ehrlich gesagt immer noch zu wenig. Ich muss da mal mein Geld nehmen. Wenn ich mal viel habe. Was nicht so schnell passieren wird. Und mein ganzes Geld für Hühnerfutter ausgeben, dass ich da mal irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Rationen oder sowas habe. Das sollte dann mal für ein paar Tage reichen. Das sind solche Fresssäcke. Alles solche Fress... Ihr fresst mehr als ich! Und ich esse nicht viel. Ich esse nicht viel. Nein. Ich darf nicht so viel essen. Ich bin auf Diät. Ich bin fett genug. Ja, richtig. Deswegen esse ich auch nicht viel. Ich kann auch nicht viel essen. Überhaupt nicht. Nein. Tatsächlich bin ich einer, der ist, wenn er sich so Spaghetti mal macht, sage ich jetzt mal. Ja. So eine kleine. So ein kleiner Teller. Spaghetti. Mit ein paar Gramm Soße obendrauf. Dann bin ich satt. Naja. Es ist nicht so, dass ich viel essen könnte. Ich meine, mein Frühstück war jetzt halt auch nicht gerade viel, muss ich sagen. Nur eine kleine Portion.
Ihr kennt doch, was ich liebe. Es gibt ja diese komischen, diese Miraculi-Teile da. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan von Fertigzeug. Aber ich liebe diesen Scheiß. Ich weiß nicht mal warum. Ich liebe ihn einfach. Und ich weiß ja nicht, wie die immer drauf kommen mit Portionen. Da stehen 3, 5 Portionen oder sowas drauf. Keine Ahnung. Diese große Packung halt. Ich weiß ja nicht, wie die drauf kommen. Wo dann 5 Portionen draufsteht. Ich meine, für mich ist das eine. Für mich ist das eine Portion. Und die wird auf einmal weggehauen. Aber sonst kann ich nicht viel essen. Ich habe vergessen, meine Eier zu... Ich wollte gerade sagen, meine Eier zu entwickeln, aber... Ich glaube, das kann ich da noch nicht. Sonst kann ich nicht viel essen. Nur so eine große Packung Miraculi mit 5 Portionen. Die eine einzige Portion ist. Es passt gerade noch in meine Schüssel rein. Das ist super. Das ist absolut super. Es passt gerade so noch in meine Schüssel rein. Alles auf einmal. Ich finde das voll geil. Als ob meine Schüssel, die ist perfekt dafür. Die ist wirklich perfekt dafür. Die ist dafür gemacht. Genau dafür ist sie gemacht. Ist perfekt. Ist fantastisch. Ja, ich durfte jetzt auch nicht mehr essen. Mehr durfte ich jetzt nicht essen, weil ich die später noch mit einer Freundin essen. Und da sollte ich auch noch ein bisschen Hunger haben, ne? Habe ich mir sagen lassen, dass es praktisch ist. Waffelstadt. Ich hasse diesen Namen. Habe ich das schon mal gesagt? Schon öfter. Ich kriege immer Lust auf Waffeln, wenn ich das unten sehe. Ich kriege mehr Lust auf Waffeln als Lust auf Christina. Bin ich deswegen ein merkwürdiger Mensch? So. Wunderbar. Wir können heute mal nachschauen, ob wir Mina jetzt wieder melken können. Oder ob das tatsächlich nur alle 2, 3, 4, 5 Tage geht. Ich weiß ja nicht, wie das bei Frauen so ist. Schauen wir doch einfach mal. Muku ist immer noch nicht ausgewachsen. Wie lange brauchten die, um ausgewachsen zu sein? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Müsste ich mal nachschauen. Vielleicht sind es ja wirklich bei Muku 2 Jahreszeiten. Das kann natürlich sein. Dass Kühe einfach ein bisschen länger brauchen. Das kann natürlich sein, ich weiß es ja nicht. So, Mina. Lass mich hier schön streicheln. Die Ziegen in dem Spiel sind so wunderschön. Insgesamt einfach die Tiere in dem Spiel sind so wunderschön. Halt, nein, das ist das Falsche. Schauen wir mal. Tatsache! Jeden Tag! Okay. Das wusste ich jetzt auch gerade nicht mehr. Ganz blöde Frage. Schafsmilch gibt's nicht, gell? Ja, Schafsmilch gibt's nicht. Schafsmilch gibt's in dem Spiel nicht. Aber Ziegenmilch. Hallo Muku. Du bist zwar noch nicht erwachsen, aber lieb habe ich dich trotzdem. So. Hallo Epona. Wunderbarigst. So, gefüttert habe ich euch, oder? Ja, gefüttert habe ich. Ich muss mir auch noch einen Strauß und so kaufen. Gott, ich muss mir so viel Sachen kaufen.
Soll ich mir wirklich einen Topf kaufen? Ich meine, der Topf ist im Endeffekt wirklich nur einzig und alleine dafür, um für Christina einen Tee zu machen. Für mehr brauche ich ihn nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre irgendwie so ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Gleichzeitig muss man sagen, sobald mein Zeug mal fertig ist, was ich ausgesät habe, dann kommt das Geld rein. Sobald das fertig ist, da kommt dann Geld rein und zwar richtig viel. Also da ist mit dem Geld, das ich dann bekomme, da könnte ich dann auch einen Strauß kaufen. Also soll heißen, so gesehen könnte ich es mir leisten, den Topf zu kaufen. Es wäre eine Möglichkeit. Ich meine, man muss ja auch bedenken, wir wollen echt irgendwann mal heiraten. Habe ich wenigstens schon mal vor. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, sage ich jetzt mal. Aber ich habe tatsächlich vor, irgendwann mal in dem Spiel zu heiraten. Das ist okay. Ich habe mir sagen lassen, dass das vielleicht keine schlechte Idee wäre. Manchmal. Es sei denn, man heiratet Julius, dann ist es eine schlechte Idee. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, zum Glück sind in diesem Spiel noch keine gleichgeschlechtlichen Ehen möglich. Das ist sowieso ein Thema, wo wir mal drüber reden müssen, meine Freunde. Gleichgeschlechtliche Ehen in Harvest Moon. Das neue Harvest Moon Friends of Mineral Town, der Remake, ermöglicht gleichgeschlechtliche Ehen. Ich meine, ich bin sowieso einer dieser Typen, für die es komplett neu ist, dass so etwas immer noch nicht möglich ist. Also ich meine jetzt nicht Videospielen, sondern ich meine jetzt so im richtigen Leben. Dass sowas heutzutage immer noch nicht möglich ist. Ohne Scheiß jetzt. Was zum Fick stimmt mit dem Leuten nicht? Warum wird das nicht als Ehe gezählt? Du bist ein Mann und heiratest einen Mann. In meinen Augen verkehrte Welt. Aber wenn das so ist für die zwei, dann ist es so. Was ist daran jetzt schlimm? Ich meine, meins ist es jetzt nicht. Ich würde es nicht machen. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich nicht auf Männer stehe. Punkt. Ich meine, nur weil du jetzt eine Frau bist. Na, schauen wir uns erstmal hier, was es hier so gibt. Nehmen wir den normalen oder nehmen wir den rustikalen? Wir nehmen den rustikalen. Ich meine, nur weil du jetzt... Ich brauche Streichhölzer. Alter, ich bin pleite. Was zum Fick? Oh, ich bin pleite. Also ich meine, nur weil du jetzt ein Mann bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du deswegen Frauen mögen musst. Oder? Ich meine, die Evolution will es so. Ja. Es ist so. Die Evolution will es ja eigentlich so. Aber warum soll dir die Evolution vorschreiben, was du mit deinem Leben machen sollst? Warum soll dir Otto von der Nebenstraße vorschreiben, was du mit deinem Leben machst? Halt dein Maul, Otto! Warum soll dir das vorschreiben, was du mit deinem Leben machen sollst? Nur weil du jetzt ein Mann bist, heißt du nicht, dass du eine Frau lieben musst. Und umgekehrt, nur weil du eine Frau bist, heißt doch nicht, dass du einen Mann lieben musst. Ich verstehe das nicht. Wenn du jetzt eine Frau bist und du willst eine Frau heiraten, dann ist das doch in Ordnung. Warum wird das dann nicht als Hochzeit bezeichnet? Warum muss man dann rumzicken und das als... Warte mal, als was wird das bezeichnet? Es wird nicht als Ehe bezeichnet, es wird als... Wird es nicht als Lebensgemeinschaft bezeichnet oder irgendwie so? Ich glaube, es wird als Lebensgemeinschaft bezeichnet, was total dumm ist. Was ist so schlimm daran, das als Ehe zu bezeichnen? Es ist eine Ehe. Ist es out? Muss es eine Ehe sein, nur wenn, mache ich mit dem Topf eigentlich den Kräutertee?
Ich hoffe mal. Warte mal. Warte mal. Mache ich mit dem Topf eigentlich den Kräutertee? Das ist, jetzt so etwas, was mir jetzt gerade eben erst kommt. Ja, okay, ein Glück. Okay, ein Glück. Ich meine, nur weil du jetzt ein Mann bist oder eine Frau, heißt es doch nicht, dass du das andere Geschlecht heiraten musst. Und deswegen, um jetzt mal zu dem Thema zu kommen, auf das ich ja eigentlich raus wollte, gleichgeschlechtliche Ehen habe ist nun. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Es ist wahrscheinlich eine der besten Neuerungen, die es jemals in einem Harvest Moon gab. Dass du gleichgeschlechtliche Ehen haben kannst. Wenigstens sind sie da mal ein bisschen intelligenter geworden. Was interessiert es dich? Besser gesagt, was interessiert es andere, wen du liebst? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Es ist, ja. Oder anders gesagt, was soll es ein fliegendes Spaghetti-Monster interessieren? Also in dem Sinne Gott. Wen du liebst. Also ich meine, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich habe niemals in meinem Leben die Bibel gelesen. Und ich habe es auch nicht vor. Aber ich könnte mit euch wetten, dass in der Bibel nicht explizit drinnen steht, dass ein Mann eine Frau lieben muss. Und eine Frau einen Mann. Ich kann, da kann ich mir nicht wetten, dass das nicht explizit in der Bibel drin steht. Und wenn das so explizit in der Bibel drin steht, dass ein Mann unbedingt eine Frau lieben muss, dann ist die Bibel der größte Schundroman aller Zeiten. Und das ist dann nur der Beweis dafür. Ich meine, es ist so oder so, aber das ist dann für mich der endgültige Beweis, dass die Bibel nichts anderes als die Bild von damals ist. Also es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber das ist doch dann einfach so. Entschuldigung. Aber wir spielen hier Harvest Moon. Es soll hier jetzt nicht um die Bibel gehen. Ich meine es einfach nur, in den neuen Friends of Mineral Town sind gleichgeschlechtliche eben möglich. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Ob ihr das jetzt gut findet, ob ihr das negativ findet, etc. pp. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt ziemlich geil. Weil ich muss sagen, ich bin einer, ich spiele in Spielen, zum Beispiel in Pokémon, spiele ich sehr gerne den weiblichen Charakter. Ich spiele sehr gerne weibliche Charaktere. Vor allem, wenn es da Möglichkeiten gibt, die zu stylen oder so wie im Pokémon, sage ich jetzt mal, denen eine andere Haarfarbe zu geben, bla 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 bla, sowas halt. Sowas mag ich sehr gerne, muss ich sagen. Und, macht mir dann auch noch Spaß. Blöd für mich ist es dann eben, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich mich dann entscheiden kann, einen weiblichen Charakter eben spielen kann und ich in diesem Spiel heiraten kann. Das ist dann blöd für mich immer gewesen, weil ich will keinen von den Männern heiraten. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Punkt. Und deswegen heirate ich dann solchen Spielen nicht. Das ist auch der Grund, warum ich in Harvest Moon nie die Frau nehme. Sondern immer den Mann, weil ich dann eine Frau heirate. Wenn ich jetzt aber eben das neue Harvest Moon bedenke, dann bist. Chill deine Base, Epona. Alles gut. Was war jetzt mit dir los? Wenn ich jetzt aber an das neue Harvest Moon denke, dann besteht für mich die Möglichkeit. Ups. Ich wollte kurz Sand angeln. Sandfische. Angelt ihr auch gerne Sandfische? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ich jetzt aber an das neue Harvest Moon denke, dann bedeutet das für mich, ich kann ohne Probleme einfach mal eine Frau spielen, weil ich Frauen heiraten kann. Das ist. Ey, für mich ist das super! Ich finde, das ist eine absolut gigantische Idee. Und selbst für Menschen, die eben in dem Sinne hetero sind. Sagen wir jetzt mal, du bist eine Frau und da gibt es zwei Männer, die du einfach süß findest und du kannst dich nie entscheiden, wen von beiden du heiraten willst. Dann spiel doch einfach einen Mann! Und dann kannst du einen von beiden heiraten, dann hast du eine Männerbeziehung, ist doch super. Ich finde das super.
Nein, 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 nein. Ah, fuck! Das ist doch gar nicht gut. Ich will das jetzt nicht anzünden, weil ich habe keine Energie mehr, um das dann irgendwie auszugießen und dann gibt es nur Probleme mit den Dorfbewohnern. Ich pfeife mal. Ich wollte einfach mal pfeifen. Jedenfalls, ich finde diese Idee und auch diese Neuerung absolut Weltklasse.